So, jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Falls ihr neu seid, ich zeige euch immer jeden Morgen den neuen Fortnite-Shop. Ich glaube, heute ist Tag 371, wo ich euch hier wirklich den neuen Shop zeige. Und dann schauen wir uns direkt mal den heutigen Shop an, wo wir nämlich richtig krasse neue Items reinbekommen haben. Erstmal so einen mega heftigen Killerhasen, richtig geiler Skin. Dann noch eine neue Hacke und einen ultimativ heftigen Tanz. So ein neuer Emote hier werde ich euch jetzt alles nacheinander zeigen. Fangen wir nämlich auch direkt an, nämlich mit dem Finsterhasen. Und what the fuck, schaut euch mal an, wie böse der ausschaut. Außer mit so richtig bösen Augen. Mega heftiger Skin. Auf dem Rücken hat er noch einen Backpack. Und ich weiß nicht, was denkt sich Fortnite dabei? Ich weiß ja, Ostern ist jetzt nicht der fröhlichste Feiertag, aber trotzdem einfach so ein Osterhasen in mega böse. So ein Killer-Osterhase. What the fuck? Und ich werde diesen Skin auch heute wieder an meinen Abonnenten verschenken. Das heißt also, wenn ihr den Skin heute haben wollt, ich verschenke 2000 V-Bucks. Alles, was ihr tun müsst, um diese V-Bucks zu bekommen, ist einfach nur, diesen Kanal hier zu abonnieren, also kurz runter zu scrollen und ein Abo dazu lassen. Dann dem Video hier einen Daumen nach oben geben, also ein Like lassen und heute wieder ein Hashtag Ostern in die Kommentare schreiben. Ich weiß, der Skin passt jetzt nicht wirklich zu Ostern, aber ich bleibe mal dabei. Heute ist ja noch Samstag, morgen ist Ostersonntag, deswegen, ja, einfach ein Hashtag Ostern in die Kommentare und dann könnt ihr heute 2000 V-Bucks für diesen Skin gewinnen. Im nächsten Slot haben wir dann noch die Expertin drin mit ihrem Laptop auf dem Rücken. Dazu gibt es diese Hacke hier, die Hacke-Matik. Finde ich irgendwie nicht so geil. Habe ich mir gekauft, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob ich die jemals ausgerüstet habe. Obwohl der Sound eigentlich gar nicht so schlecht ist, ne? Vielleicht soll ich den echt mal öfter spielen. Auf jeden Fall haben wir noch den Papierflugzeuggleiter dazu. Den finde ich wirklich mega geil. Einer der besten Gleiter, die es im Spiel gibt. Einfach weil er mal komplett anders ausschaut als der Rest so. Deswegen, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kommen wir schon zur rechten Seite. Da haben wir die Gaunerin. Einer der wirklich besten Skins im Spiel. Kann ich absolut empfehlen. Holt euch diesen Skin, falls ihr ihn noch nicht habt. Dann noch den Sternenstab. Der hat einen ziemlich geilen Partikeleffekt. Ihr seht schon, das leuchtet so krass. Ich hoffe, dass wir das auch auf andere Hacken machen werden, weil das schaut ziemlich, ziemlich cool aus, besonders in-game. Dann haben wir noch die Taktikoffizierin. War mal ziemlich selten. Inzwischen, ja, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall einer der besten Default-Skins, wenn man das so nennen will. Dann noch den Tagtraum. Auf jeden Fall einer der schlechteren 800 V-Bucks-Emotes. Ich glaube, das Geld würde ich eher sparen und mir dafür den neuen, mega geilen Häschen-Hüpf-Emote holen. Weil, Leute, der hat eine mega coole Besonderheit. Ich zeige ihn euch direkt mal. Man denkt jetzt erstmal, okay, ist relativ simpel, aber es ist wieder ein Fortbewegungs-Emote. Das heißt, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, man kann sich mit diesem Emote, während man ihn ausführt, einfach fortbewegen. Man kann also laufen und sich quasi so durch die Map bewegen und ich finde, das ist einfach mega, mega cool. Richtig geiler Dance, werde ich mir hier direkt holen. Ich würde sagen, das ist einer der besten Emotes, die es überhaupt gibt, also holt euch den, falls ihr nicht habt und wie gesagt, ich werde heute auch wieder 2000 V-Bucks verschenken. Das heißt, wenn ihr ein paar V-Bucks braucht, um euch hier zum Beispiel den neuen Hasen hier und den Emote zu holen, dann einfach nur alles, was ihr tun müsst, ist einfach nur ein Abo da lassen, also kurz runter scrollen und auf Abonnieren klicken, dem Video hier einen Daumen nach oben geben und wieder ein Hashtag Ostern in die Kommentare schreiben und dann könnt ihr heute wieder 2000 V-Bucks gewinnen, um euch zum Beispiel halt diesen mega geilen neuen Dance hier zu holen. Alter, ich feiere den einfach unglaublich. Leute, holt ihn euch unbedingt und wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr ihn euch gerne mit dem Creditcode Snoxy holen. Nur dadurch, dass ihr mich hier überhaupt eintragt, kann ich immer die ganzen Gewinnspiele hier machen. Also, wenn ihr mir helfen wollt, hier weiter coole Gewinnspiele zu machen, tragt dort Snoxy ein. Auf jeden Fall ein mega cooler Dance. Und ach ja, ich blende euch hier nochmal schnell den Gewinner von gestern ein. Ich hatte ja auch gestern 2000 V-Bucks verlost. Hier ist der Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an dich. Und da kommen wir jetzt zum letzten Slot des heutigen Tages. Nämlich haben wir da den Hypergleiter drin für 500 V-Bucks. Ich bin zwar kein großer Fan von diesem Orange, aber eigentlich schaut er ganz cool aus dafür, dass er wieder nur dieses Standardmodell ist. Und jo, das war's dann schon zum heutigen von der Shop. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr den neuen Finsterhasen so findet. Ich finde das einfach mega der kranke Skin. Ich meine, was zur Hölle hat sich vorne dabei gedacht? Mega heftig. Ja, das war's dann zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut und haut rein. Tschüss!